Zeit, oh manchmal schwer. Wir halten die Treue. Waldhofs neue Abwehrrecke Andreas Wagenhaus von Fenerbahce Istanbul Anfang Dezember auf den Waldhof gewechselt. Die stielige Elf ohne den gesperrten Spielmacher Haier, aber mit der ersten Chance Petrenko. Aber Sievers und Schlotterbeck retten. Heder Neurohrer, er soll's jetzt bei 96 richten. Er sah Hannovers erste gelungene Kombination über Hartgen und Weise. Routinier Nachtwey, die Führung für 96, ein unglückliches Eigentor des Waldhof-Liberos. Die Folge, die Mannheimer Abwehr, vorweihnachtlich gestimmt, geben ist seliger, denn nehmen. Fehler Köpper und der Ex-Dortmunder Sippel mit der Riesenchance. Uli Stielige verständlicherweise ungehalten. Noch einmal Sippe. Und Studer, der ehemalige Frankfurter, aber Laukannens Fingerspitzen lassen den Waldhof-Anhang weiter hoffen. Einige der wenigen Chancen der Mannheimer. Norbert Hoffmann, das war's dann auch schon. Pfiffe zur Pause nach einer dürftigen Vorstellung. Mannschaft fand's gar gleich, naja, zum Gähnen. Mehr Schwung dann durch den eingewechselten Kirsten nach der Pause. Und Nachtwey, er wollte nicht nur ins eigene Netz treffen. Karl-Heinz Förster mit seiner Frau war nicht nur aus alter Verbundenheit zum Waldhof und Uli Stielige beim Spiel. Er sah dann diese Ecke von Hoffmann und Torjäger Epp, Ausgleich nach 77 Minuten. Epps fünfter Saisontreffer. Wieder Norbert Hoffmann. Ein Traumpass auf Kirsten. 4 Minuten später das 2:1. Jörg Kirsten macht sich und dem Waldhof wohl das schönste Weihnachtsgeschenk. Gegen 10 Mannheimer. Reichel sah gelb-rot wegen Foulspiels, warf Hannover alles nach vorne. Aber die Chancenausnutzung siehe erste Halbzeit. Stielige erleichtert, Hannovers Trainer analytisch. Peter Neurocher, Sie hören ja den Jubel der Waldhof-Fans, aber eigentlich hätte Ihre Mannschaft heute hier gewinnen müssen, wenn man die erste Halbzeit sieht. Gewinnen könnten auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit haben wir nach dem sehr, sehr glücklichen Führungstreffer die Möglichkeit gehabt, das zweite, dritte, vierte, möglicherweise sogar das fünfte Tor zu erzielen. Nur wir haben es halt nicht gemacht. Und dann hat es sich irgendwann mal gerecht, dass wir keine vernünftige Möglichkeit mehr hatten, nach vorne zu spielen. Der Druck der Waldhofer wurde immer größer in der zweiten Halbzeit. Und irgendwann ist, meine ich, auch vom Spielverlauf her, nicht von der Chancenaufteilung her, der gerechte Ausgleich gefallen.